Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Abend des 4. Oktober, ein Donnerstag, wenn ich mich nicht irre, habe ich mich hier eingefunden, um mit Bruder Michael nochmal eine neue Lesung zu machen von Griesinger, dem tollen Buch, das er geschrieben hat in zwei Bänden über die vollständige Geschichte der Wirksamkeit des Jesuitenordens vom Anfang des Ordens oder von der Gründung des Ordens bis jetzt. 1866, wo er den ersten Band veröffentlicht hat. Und das ist jetzt die zweite Lesung in dem zweiten Band, wo Michael ja letztes Mal nicht mehr dabei sein konnte und heute haben wir uns dafür verabredet, dass er mich begleitet. Ich habe ihm deswegen gestern den ersten Teil schon mal geschickt, dann konnte er sich das anhören und das PDF hat er natürlich auch, um es zu lesen. Und ich selber habe die letzten Tage ein bisschen vorgelesen, bin auf Seite 99, glaube ich, gelandet zum Schluss. Und bin natürlich mit meinem Kopf im Augenblick vom Thema her, da wo ich jetzt gerade aufgehört habe, gestern Abend, ich glaube gegen 12:30 habe ich aufgehört zu lesen heute Morgen, da bin ich im Grunde jetzt noch drin. Also muss ich jetzt erstmal wieder in die Geschichte reinkommen, die hier uns vor Augen liegt, von den Theodor Griesinger. Aber erstmal möchte ich Michael ganz herzlich begrüßen, der über Skype mit mir verbunden ist und der einen ziemlich stressigen Tag hinter sich hat anscheinend. Herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung. Ich habe mir natürlich auch schon ein paar Sätze aus dem Buch durchgelesen und ich war völlig von dem Cover fasziniert. Zumindest das Cover, was mir jetzt da vorliegt, mit den zwei Jesuiten da vorne in dunkel gekleidet. Der rechte hat noch eine Frisur, die an zwei Hörner erinnert und da liegt auch eine päpstliche Tiara in der Mitte, glaube ich. Ne? Die Krone heißt doch Tiara. Mhm. Ja, und ein grinsender Totenkopf, also ist sehr, sehr lustig. Das ist dasselbe Bild, mein Lieber, das ich auch im ersten Band verwendet habe. Nur steht bei diesem hier zweiter Band drunter, beim anderen steht erster Band. Ja, aber das Bild ist dasselbe. Ja, ich finde es einfach, total irgendwie, es sieht jetzt noch so ein bisschen wie ein Kinderbuch aus, so ein ganz lustiges Buch irgendwo, aber ich denke, es ist doch eher Lektüre für Erwachsene. Ja, es ist ein sehr passendes Bild, denke ich mal. Ja, du hast ein bisschen reingelesen und hast gesagt, von der erste Band hat dir bis jetzt besser gefallen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gestern oder vorgestern meiner Mutter gesagt, wenn man dieses Buch liest, das liest sich im Grunde wie ein Roman. Das liest sich wie ein Unterhaltungsroman. Ich habe teilweise hier gesessen, ich habe mich vor Lachen nicht mehr einkriegen können. Ja? Und das bei so einem Thema. Der Griesinger hat eine Art und Weise, in diesem Buch zu schreiben, das ist einfach wunderbar. Aber ich möchte jetzt eine lange Geschichte ganz kurz machen. Hier ist eine andere Version des Buches, das ist ein PDF-Scan. Und hier sehen wir nochmal eben das Inhaltsverzeichnis am Anfang, das ich euch ja letztes Mal auch gezeigt hatte, worum es in diesem Buch geht. Und wir sind natürlich jetzt auf Seite 16 geblieben, hier Griesinger und die Jesuiten, auf Seite 16 von 419 in der PDF-Zählung. Und von daher auf Seite 9 in dem Buch, da müssen wir gleich weiterlesen. Wir sind also immer noch im ersten Kapitel im ersten Buch, also in dem vierten Buch hier, der Beichtstuhl und der Schlüssel zur Geldruhe, als der Beispiel als Schlüssel zur Beichtstuhl als Schlüssel zur Geldruhe. Und ich habe gestern hauptsächlich gelesen und vorgestern hauptsächlich gelesen zwischen Seiten 31 und 86, wie ihr seht, der Raub und Diebstahl an weltlich und geistlich. Und da sind also einige Dinge drin, die sind beinahe schon lustig zu nennen. Wie gesagt, ich habe teilweise flach gelegen vor Lachen hier. Über die Art und Weise, wie er das teilweise geschrieben hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich bekennen, es ist ein ganz anderes Buch als oder ein ganz anderer Band als der erste Band. Ich habe überhaupt keine Kommentare aufgeschrieben für mich, die ich da machen könnte. Das Buch liest sich so verständlich und das ist im Grunde ja schön, das ist positiv daran, dass ich da noch nicht mal viel Erklärung beimachen muss. Der Autor und die Jesuiten an sich selber, die geben selber so viele Erklärung und das Buch ist so selbsterklärend in dem Thema, das er hier behandelt, in jetzt, wo wir weiterlesen, der Beichtstuhl als Schlüssel zur Geldruhe, aber auch in der Raub und der Diebstahl an weltlich und geistlich und auch am letzten Teil, jesuitischer Handel und Wucher nebst betrügerischem Bankrott, dass man da wirklich nicht viel Kommentare braucht. Und von daher kann ich nur sagen, von schnallt euch an für eine ordentliche Fahrt, wie auf dem Dom, wie auf dem Karussell. Ja, und wir legen jetzt los auf Seite 9 im Buch oder Seite 16 in dem PDF und wir lesen jetzt über den Fall des Grafen Karl Sani.
Der Graf Karl Sani, der Sohn des Grafen Johann Sani zu Bologna in Italien, trat von den Söhnen Loyolas verlockt im Jahre 1627 in deren Sozietät über, musste aber, ehe sein Vater ihm die Erlaubnis zu diesem Schritte gab, einen schriftlichen von Notar und Zeugen beglaubigten Revers ausstellen, dass er, solange er Mitglied des Jesuitenordens sei, auf sein ganzes väterliches Erbe verzichte und dass er sogar auf alle die Güter, die ihm von anderswoher zufallen könnten, nie und nimmermehr, weder für sich noch für die Sozietät Jesu, Anspruch machen wolle. Also man kann davon ausgehen, dass der Vater sich gut abgesichert hat, dass wenn der Sohn zu den Jesuiten gehen will, dass die Jesuiten von ihm kein Geld bekommen sollen. Übrigens, was ich noch eben erwähnen wollte, bevor ich weiterfahre, dadurch, dass ich das Buch jetzt vorgelesen habe, was ich im ersten Teil, im ersten Band ja fast so gut wie gar nicht gemacht habe, habe ich hier und da natürlich schon mal ein paar Worte entziffern können, an denen ich sonst stecken geblieben wäre. Und habe ich teilweise auch Links über Wikipedia oder andere Informationen damit beigefügt, auch für Worte oder für Erklärungen oder für Namen. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ihr hier und da bereits etwas farblich hinterlegt seht. Das hat damit zu tun, dass ich wirklich mal die Zeit hatte, das Buch vorher selbst in Ruhe durchzulesen. Jetzt muss ich selbst erstmal wieder reinkommen in dieses Thema hier. Also, somit fährt der Autor fort, erbte sein älterer Bruder, der Graf Angelo Sani, das ganze Bistum nach dem Tode des Vaters. Und es schien also, dass die Söhne Loyolas keinen besonderen Vorteil von dem Eintritt Karl Sanis in ihren Orden hätten. Doch gleich nach dem Antritt seiner Erbschaft, anno 1639, starb Graf Angelo. Wie man vermutet, nicht ohne künstliche Nachhilfe eines jesuitischen Arztes, der ihn behandelte. Und nun ließen die Söhne Ignazi die lang angelegte Mine sprengen. Karl Sani musste nämlich sofort an den Jesuitengeneral Vitticelli ein Gesuch um Entlassung aus dem Orden einreichen, damit er, in den weltlichen Stand zurückgekehrt, ein Recht habe, auf das große Erbe Anspruch zu machen, und der General säumte auch nicht, ihm durch den Provinzial Menocchio die nötigen Papiere überzumachen. Klingt beinahe wie Pinocchio, hä? Diese Lügenbande, der passen die langen Nasen auf jeden Fall. Zuvor aber musste derselbe, also der Sani, die leidliche Zusage machen, dass er, wenn die Erbschaftsangelegenheit bereinigt sei, wieder in den Orden zurücktreten wolle. Und man legte ihm deshalb einen Revers vor, welcher wörtlich übersetzt folgendermaßen lautet, Zitat: Demnach ich, Karl Sani, anjetzt meinen Entlassungsbrief von der Gesellschaft Jesu, darum ich in Ansuchung getan bekommen soll, so tue ich hiermit, ehe und bevor mir derselbe von dem hochwürdigen Pater Provinzial Stefan Menocchio eingehändigt worden, freiwillig und in seiner Gegenwart ein Gelübde zu Gott, durch welches ich mich in meinem Gewissen seiner göttlichen Majestät aufs Allerhärteste verbinde, dass ich nach Empfang meiner Entlassungsbriefe und sobald ich diejenigen Dinge, um welcher Willen ich solche verlanget, in die gehörige Ordnung gebracht, bei den Oberen als sodann, so als dann bei der Sozietät sein werden, aufs allerinständigste Ansuchung tun will, mich hinwieder in dieselbe aufzunehmen, und zwar zu der Zeit, welche der ehrwürdige Pater Vincenz Maria Barginelli, den man mir zur Besorgung meiner Geschäfte als meinen Begleiter in die Weltlichkeit mitgibt, für bequem und recht halten wird. Was für ein Satz! Heute können Sie solche Sätze nur noch in irgendwelchen Gesetzen schreiben, da wird dann kein Mensch schlau draus. Hier versteht man zumindest noch, worum es geht. In Maßen ich also gehalten sein will, fährt des Revers hier vor, hierunter seinem vernünftigen Befehl und Gutachten mit Beiseitesetzung aller Skrupel strikte zu folgen und all das, welches mir durch Erbschaft zugefallen, dem Kollegium zur Verfügung zu stellen, um so mit Gottes Hilfe meinem Gelübde Genüge zu tun. Ende Zitat des Revers. Nach Ausfertigung dieses Revers erhielt Karl Sani die ihm nötigen Schriften und legte sofort am 27. November 1639 das Jesuitenhabit ab. Auch wurde es ihm daraufhin nicht schwer, als nächster Anverwandter in das Erbe einzutreten, und er galt nun nicht vor der ganzen Welt als ein reicher, unabhängiger Kavalier,
sondern man forderte ihn auch noch von allen Seiten auf, in den Stand der Ehe zu treten, um das Geschlecht der Sani fortzupflanzen, und trug ihm sogar viele der schönsten Damen auf den Händen entgegen. Da genierte ihn der oben angeführte eidliche Revier gar gewaltig, und er eilte sofort nach Rom, um vom Papst Innozenz eine Entbindung von seinem Gelübde zu erhalten. Dieser aber lieh dem Jesuitengeneral sein Ohr, und so taten weder Geld noch gute Worte irgendeine Wirkung auf ihn. Inzwischen erkrankte Karzani gefährlich, und nun belagerten die Jesuiten, wie man sich wohl denken kann, sein Bette Tag und Nacht, um ein Testament zu ihren Gunsten herauszupressen. Auch gelang es ihnen wirklich, noch kurz vor seinem Dahinscheiden ein solches, worin er ihnen alle seine Besitztümer vermachte, zu erlangen. Und nun fielen sie natürlich mit unendlicher Gier über die fette Erbschaft her. Allein, siehe da, die männlichen Anverwandten des Verstorbenen produzierten ein älteres Familienstatut, wonach Karl Sani gar nicht berechtigt war, über die Familiengüter wie über ein Allodium testamentarisch zu verfügen. Und nun entstand sofort ein Prozess, welcher bei die Richter der römischen Rota viele Jahre lang beschäftigte. Ja, jetzt wäre es natürlich interessant, mal zu wissen, was ein Allodium ist, das Wort, das hier gelb angestrichen ist. Und weil ich das auch nicht verstanden habe, habe ich das mal rausgesucht. Ein Allodium, das Wort kommt von Allod, das niederfränkisch Allöd oder volles Eigentum heißt, aus dem mittellateinischen Allod oder Allodium, auch Eigengut oder Erbgut oder freies Eigen bezeichnet im mittelalterlichen und frühen neuzeitlichen Recht ein Eigentum, fast immer ein Land oder ein Stadtgrundstück oder Anwesen, über das der Eigentümer, Eigner, auch Erbherr frei verfügen konnte. Als Familienerbe unterscheidet es sich darin vom Lehen und vom grundherrlichen Land. Wo habe ich denn diese Erklärung her? Ja, ich bin auf eine Enzyklopädie für mittelalterliche Wörter gestoßen im Internet und die hilft mir bei dem Verständnis dieses Buches jetzt sehr. Ich hätte das im ersten Band vielleicht schon haben können. Oder haben sollen. Wie gesagt. Auf jeden Fall, um jetzt mit dem Thema weiterzugehen. Karl Sani hat also gar nicht das Recht, über die Familiengüter wie über sein Eigentum testamentarisch zu verfügen. Und nun entstand ein Prozess, ich muss mal hier eben mein Skype auf nicht stören schalten da. Jetzt kriege ich hier alle möglichen Meldungen rein. Entschuldigung dafür. Habe ich nicht dran gedacht. Kann ja mal passieren, ne? Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Michael, hilf mir auf die Sprünge. Wo war ich gerade? Ich hatte das damit erklärt mit dem Allodium, ja? Dass er also nicht, genau, im Grunde nicht im Besitz, nicht das Recht hatte, um über dieses Eigentum zu verfügen. Also das ist im Grunde gar nicht sein Eigentum war. Und deswegen entstand jetzt also ein Prozess, der sich über viele Jahre lang mit den Richtern da beschäftigte. Ja. Im Verlauf des Prozesses überzeugten sich jedoch die Söhne Loyolas, dass sie denselben nicht nur nicht gewinnen könnten, sondern dass sie auch notwendigerweise durch ihn wegen ihres unersättlichen Geizes oder Gieres sowie wegen der eigentümlichen Weise, wie sie zu Erbschaften gelangten, bloßgestellt werden müssten. Und somit wandten sie sich an den Antichristen Papst Alexander VII., den Nachfolger von Innozenz X., mit der drängenden Bitte um eine sogenannte Gnadensignatur. Der Papst willfahrte ihnen, also er gestattete es ihnen, das heißt, er befahl den Räten der Rota, die Sache zu einem billigen Vergleich zu bringen, und so wurden dann die Güter und Besitztümer, um welche es sich handelte, in 12 Portionen zerschlagen, von denen die Jesuiten 5, die rechtmäßigen Erben aber 7 erhielten. Einen Teil, und zwar einen sehr großen, schlugen die Söhne Loyolas also noch heraus, obwohl ihre Ansprüche vollkommen rechtlos waren. Und überdem hatten sie das Vergnügen, die rechtmäßigen Erben durch die Kostspieligkeit des Prozesses fast gänzlich ruiniert zu haben. Ein anderer, nicht minder merkwürdiger jesuitischer Erbschaftsprozess spielte am Ende des 16. Jahrhunderts in Frankreich unter der Regierung Heinrichs III. Und endete ebenfalls zugunsten der Söhne Loyolas, trotzdem diese auch diesmal nicht minder Unrecht hatten als in dem soeben erzählten Falle. Hier sprechen wir jetzt von Pater Ayrault.
Ja? Ein Kriminalleutnant bei dem Präsidialgericht von Angers, das ist in der Loire, kurz unter Paris, hatte einen einzigen Sohn, René, einen sehr begabten Jüngling, dem wegen des Reichtums und Ansehens der Familie eine glänzende Zukunft bevorstand, und brachte denselben zur Vollendung seiner Erziehung in ein jesuitisches Kollegium, welches ihm wegen seiner hervorragenden Lehrkräfte sehr gerühmt worden war. Er tat diesen Schritt aber nicht, ohne den guten Vätern vorher ausdrücklich zu erklären, dass er seinen Sohn zu seinem dereinstigen Nachfolger bestimmt habe und dass dieser daher nur mit solchen Jünglingen zusammenzubringen sei, welche sich dem weltlichen und nicht dem geistlichen Stande widmeten. Solchen Wunsche, getreulichst nachzukommen, versprachen die Signoriolas hoch und heilig, und sie hätten es vielleicht auch getan, wenn der junge René ein armer Bursche ohne Aussichten gewesen wäre. Nun verhielt es sich aber gerade umgekehrt, denn nicht nur hatte derselbe von seinem Vater dereinst ein großes Vermögen zu erben, sondern es war ihm auch bereits jetzt ein großmütterliches Gut von bedeutsamem Umfange zugefallen, und eine solche fette Beute sollte sich die Sozietät Jesu entgehen lassen? Nein, das konnten die frommen Patres nicht übers Herz bringen, und somit gaben sie sich, um's kurz zu sagen, so viel Mühe mit dem ihnen anvertrauten Jüngling, dass derselbe nach dreijährigem Aufenthalt in ihrem Kollegium anno 1586 das Ordenskleid anlegte. Der Vater, hiervon benachrichtigt, wurde wütend und wandte sich augenblicklich an die Gerichte, um seinen Sohn zurückzuerhalten. Die Jesuiten aber, zur Verantwortung aufgefordert, erklärten, dass René freiwillig in die Sozietät getreten und nun unauflöslich an dieselbe gebunden sei. Sofort klagte der Kriminalleutnant beim Parlamente von Anjou, und dieses verurteilte die Beklagten zur Herausgabe ihres Novizen als eines widerrechtlich Festgehaltenen. Mit dem Spruch in der Hand eilte Pater Ayrault nach Angers und klopfte unterstützt von gewaffneter Macht an das Jesuitenkollegium. Allein, was ward ihm für eine Antwort? Der junge René sei fort, bei Nacht und Nebel entflohen, und man wisse nicht, was aus ihm geworden. Der Kriminalleutnant kann's nicht glauben und durchsucht das ganze Kollegium. Doch nirgends findet er den Sohn, denn dieser ist in der Tat nicht mehr vorhanden. Man hatte ihn schon lange zuvor zu größerer Sicherheit heimlich in ein Kollegium nach Lothringen, von da nach Deutschland und endlich gar nach Italien gebracht. Überdem brauchte man die Vorsicht, den René Ayrault als einen Verschwundenen aus den Registern der Kollegien zu streichen und dafür einen anderen unverdächtigen Namen, unter welchem das neu gewonnene Mitglied fortan lief, zu substituieren. Bald zeigte sich die außerordentliche Klugheit der Verfahrensweise. König Heinrich III. Nämlich, von dem unglücklichen Pater gedrängt, interveniert durch seinen Gesandten bei Papst Sixtus V. und verlangt vom Heiligen Stuhl einen Machtspruch zugunsten seines Kriminalleutnants. Diesem Verlangen des ältesten Sohnes der Kirche zu entsprechen, fordert der Papst den Jesuitengeneral Claudio Acquaviva auf, ihm angesichts dieses die Liste der sämtlichen Ordensmitglieder, selbst die Novizen nicht ausgenommen, vorzulegen. Der General aber gehorcht ohne Zögern, da er weiß, dass es unmöglich ist, das Corpus Delicti zu finden. Es wird auch nicht gefunden. Und der Papst wie der König müssen sich mit der Antwort begnügen, dass unter den Mitgliedern der Sozietät Jesu sich kein René Ayrault befinde. Inzwischen vergehen Jahre, und immer noch zeigt sich keine Spur des Verschwundenen. Da wird's dem alten Ayrault endlich klar, dass sein Sohn in die Verschwörung eingeweiht und mit den jesuitischen Absichten einverstanden sein müsse, denn sonst hätte er gewiss Gelegenheit gefunden, wenigstens ein einziges Mal etwas von sich hören zu lassen. Somit machte er vor Notar und Zeugen ein Testament, worin er dem Sohne seinen Fluch gibt und ihm, soweit es die Gesetze gestatten, enterbt. Gleich darauf stirbt er, von allen, die ihn kannten, tief bemitleidet. Was geschieht aber nun? Kaum ist der Tote bestattet, die Leiche ist noch nicht mal richtig kalt, so erscheint René Ayrault auf dem Schauplatz und verlangt, was ihm gebührt.
Er erscheint nicht als Jesuit, sondern als Bürgerlicher und erklärt seine lange Abwesenheit mit seinem Durst, fremde Länder zu sehen. Man kann ihm das großmütterliche Gut, das bisher waisengerichtlich verwaltet wurde, nicht verweigern, und mit ebenso leichter Mühe setzt er sich in den Besitz derjenigen Liegenschaften, die ihm sein Vater durch das Testament nicht hatte entziehen können. Kaum aber ist ihm sein Eigentum übergeben, so entpuppt er sich als Mitglied der Sozietät Jesu und übergibt, indem er das nur vorübergehend abgelegte schwarze Gewand wieder anzieht, seinen Oberen pflichtgemäß das ganze soeben gewonnene Erbe, denn ein Jesuit darf ja kein eigenes Vermögen besitzen. So kam also der Orden Jesu schließlich doch noch zu seinem Ziele, und was lag ihm nun an dem Urteil und Geschimpfe der Welt? Was liegt dem Orden der Jesuiten daran, dass wir erkennen, dass Recht und Gerechtigkeit zwei verschiedene Paar Schuhe sind, wenn wir in einer Jesuitenwelt leben? Das, meine lieben Brüder und Schwestern, werden wir noch im weiteren Verlauf dieses Buches mehr als gründlich unter die Nase gerieben bekommen. Ich kann's euch sagen. Zieht euch warm an. Dieses Buch ist absolut augenöffnend in der Hinsicht, wie die Jesuiten es schaffen mit Lug und Betrug und mit Mord. Und mir fallen eigentlich keine weiteren Worte ein, sich Dinge anzueignen, die sie sich niemals hätten aneignen dürfen. Und jetzt geht's ja gar nicht mal darum, dass das alles den Jesuiten gehört. Die Jesuiten sind ein Orden der römisch-katholischen Kirche. Alles, was den Jesuiten gehört, gehört im Grunde der römisch-katholischen Kirche, die sich vorgibt, als so arm zu sein und um Spenden bitten muss. Ja? Also bei mir hier draußen, nicht weit von meiner Wohnung weg, sind sie inzwischen eine Kirche am Reparieren. Das dauert schon ein ganzes Jahr, um da das Dach neu zu decken und die Uhr neu zu installieren, alles drum und dran. Ich möchte nicht wissen, wie viel Hunderttausende Euro das kostet. Und das bezahlt die Kirche garantiert nicht aus eigener Tasche, obwohl sie es locker könnte. Und Kleingeld nehmen die auch an. Und Kleingeld nehmen die auch an, ja, ja. Wie damals der Tetzel sagte, wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Als er seinen Ablass verkaufte, damals. Ist ja heute noch so mit dem sogenannten Klingelbeutel, wo dann halt der Gruppendruck, der Gruppenzwang aufgebaut wird, mit dem Motto, ja, die haben alle was reingetan, also muss ich dann auch. Ja, ich finde, da kann man sich gut dran bedienen. Wenn der Klingelbeutel an mir vorbeigehen würde, würde ich mir ein bisschen was rausnehmen. Oder steht irgendwo geschrieben, dass ich da was reinlegen muss, dass ich da nichts rausnehmen darf? Naja. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein Relikt aus dem Mittelalter. Ich gehe an erster Stelle schon mal nicht in die Kirche, davon mal abgesehen. Aber das war ja jetzt gerade ein sehr interessanter Fall, den wir da gerade gelesen hatten von dem Airo. Und auch der Fall davor von dem Sani. War zwei interessante Fälle in der Hinsicht. Und das gibt uns der Autor im Grunde nur mit, um uns aufzuwärmen. Und wir müssen uns natürlich davon bewusst sein, sowohl Michael, der das hier mithört, als alle anderen, die sich dieses Video anschauen. Die Fälle, die der Griesinger hier aufzählt, sind ja noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ja gerade eben mal an der Oberfläche des Eisbergs kratzen, ja, was er hier tut. Diesen unermesslichen Reichtum der Kirche kann man sich gar nicht vorstellen, den sie hier durch die Jesuiten, aber eben auch ja hauptsächlich jetzt hier die Jesuiten erlangen, aber was die römisch-katholische Kirche sich im Lauf der letzten 1500 Jahre vereinnahmt hat, das geht auf keine Kuhhaut, wie man so schön sagt. Ja, da gibt es ja, Entschuldigung? Ja, nee, sag mal. Da gibt's ja diesen Satz, den ich mal irgendwo im Internet gelesen habe, das Reichtum der römisch-katholischen Kirche ist Blutgeld. Aber ich bin mir dessen gar nicht so sicher. Ich denke, ein nicht unbeträchtlicher Anteil des Vermögens besteht auch darin, dass halt ganz viele unwissende Menschen einfach der Kirche ihr Vermögen vermacht haben, meinetwegen auf dem Sterbebett, meinetwegen durch Erbschaften, Liegenschaften etc. pp., dass da halt auch einfach ein unheimliches Vermögen generiert worden ist, weil die Leute natürlich halt einfach römisch-katholische Kirche mit Gottes Haus gleichgesetzt haben. Natürlich, da stimme ich dir absolut zu, aber hier geht es ja nicht um die Dinge, die sie freiwillig bekommen. Hier in diesem Buch geht es ja nur um die Dinge, die sie sich ungesetzlich aneignen oder unmoralisch aneignen. Ja? Natürlich hast du vollkommen recht, durch das Sakrament der letzten Salbung, dass ein römisch-katholischer Priester bei dem sterbenden Mann oder Frau, auch immer, testamentierender, bei der testamentierenden Person war,
und dafür gesorgt, dass teilweise auf dem Sterbebett noch die ganzen Güter auf die Kirche umgeschrieben wurden und die weinenden Angehörigen, die draußen saßen, leer ausgingen. Das ist in vielen anderen Werken nachzulesen. Das ist gar nicht mal die Frage. Das ist absolut richtig. Aber da sprechen wir ja noch über, zwischen Anführungszeichen, gerechtes sich zulegen des Reichtums. Der Griesinger schreibt ja hier sein Buch, das ganze vierte Buch, handelt ja nur vom unrechtmäßigen sich aneignen. Und selbst da kratzt er nur an der Oberfläche. Das muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn wir das hier lesen. Wir haben aber bis jetzt noch gar nicht gelesen. Ich sage, ich bleibe bis auf Seite 99 habe ich gelesen. Ich habe das ganze erste, das vierte Buch beinahe durch. Ich kann dir sagen, da gehen uns ja hier die Augen über, was da noch alles kommt. Ja. Ja, nur in dem Moment, wo der jesuitische Zögling, in welcher Form auch immer, ob er jetzt Profess ist oder ob er jetzt halt einfach nur interessiert ist, indem er das dann macht, er ist ja in seinem Glauben ja auch auf der richtigen Spur, weil er bindet sich ja an den Orden, der von der römisch-katholischen Kirche ja legitimiert ist. Und deswegen bin ich mir nie so sicher, ob die Leute das aus Boshaftigkeit machen oder ob diese Leute, die in dem Jesuitenorden drin sind und dafür halt auch sammeln sozusagen oder trommeln oder alles mögliche vereinnahmen, nicht wirklich der Meinung sind, dass sie irgendetwas Tolles damit tun, weil sie halt einfach dem Papst dienen. Michael, ich kann dich da ganz kurz mit stoppen mit deiner Aussage. Du hast ja vollkommen recht. Du musst dir halt bewusst sein, dass in der Bibel bereits geschrieben steht, dass der Antichrist und das antichristliche System Gut für böse und böse für gut erklärt. Und die Jesuiten mit ihrem Schwur ja auch bekennen, dass wenn die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche ihnen sagt, weiß ist schwarz und schwarz ist weiß, dass sie das so akzeptieren. Was heißt denn weiß ist schwarz und schwarz ist weiß? Wir sprechen doch nicht über die Farben, wir sprechen hier über Wahrheit und Lüge. Wir sprechen hier über Recht und Unrecht. Und wenn die römisch-katholische Kirche sagt, das und das ist Recht, dann ist das so, das wird nicht hinterfragt. Und deswegen agieren die Leute in dem Orden so. Wir dürfen ja nicht vergessen, ob jetzt einer Novize ist oder was auch immer, sobald man in den Orden der Jesuiten eintritt, in eines dieser Novizhäuser kommt und man wird gehirngewaschen die ersten 30 Tage mit diesen spirituellen Übungen schon mal. Die Sozietät Jesu hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede einzelne Person, die in ihren Orden eintritt, die werden gescreent bis auf das Knochenmark. Da gibt es nichts, was die Jesuiten, was der Orden nicht von den Leuten weiß. Das war damals so, das ist heute so und das wird in der Zukunft so sein. Wenn man diesem Jesuitenorden beitritt, dann verkauft man sich mit Fleisch und Haaren und mit seiner ganzen Seele an den Teufel. Und das wissen die Leute, die da mitmachen. Der Airo, der jetzt gerade hier im Grunde ja seinen Vater betrogen hat, hat das auch gewusst. Deswegen hat er ja mit den Jesuiten unter einer Decke mitgespielt. Es ist ja nicht so, dass die Leute selbst betrogen sind, aber denen wird natürlich durch diese spirituellen Übungen, durch diese geistige Gymnastik, die sie da machen müssen, diese ignatischen Gehirnübungen, die sie da machen müssen, dadurch wird ihnen so das Gehirn weich gewaschen, dass sie überhaupt keine Ahnung mehr haben, von was eigentlich Recht und was Unrecht ist. Und darum, das müssen wir natürlich einmal begreifen. Aber wie gesagt, hier geht es wirklich darum, um das Geld und die Güter, die Werte, die der Jesuitenorden sich angeeignet hat durch Lug und Betrug. Weil in dem Fall von dem Areol, den wir gerade eben gelesen haben, war es ja wohl deutlich, dass die Sozietät von Anfang an darauf aus war, das Erbe dieses Vaters sich zu erschleichen, durch mit dem Sohn zusammen gemeinsame Sache zu spielen und dafür zu sorgen, dass eben diese ganzen Werte dem Orden übergeschrieben werden und damit der Kirche. Oder nicht? Ja, und da sind die Jesuiten ja auf einem guten Weg, denn der Kirchendoktor Thomas von Aquin hat ja damals schon alles zum allgemeinen Gut, zum allgemeinen Eigentum erklärt. Also warum sollen die Jesuiten jetzt nicht auch sammeln wie die römisch-katholische Kirche? Ne? Ja, die machen genau das, was die römisch-katholische Kirche im Grunde von ihr verlangt. Aber es ist wirklich so, die Leute werden auf eine Art und Weise geschult, dass sie Recht für Unrecht nehmen und Unrecht für Recht. Die haben kein eigenes Gewissen, die haben kein eigenes Rechtsempfinden mehr. Was der Orden sagt, so ist das, das wird nicht hinterfragt, so ist das.
Das nennt man den berühmten Kadavergehorsam. Den haben all die Jesuiten. Und die Jesuiten, die rausgefiltert werden, die ihn nicht haben, die kommen auch nicht weiter als in das Novizhaus. Die werden fallen gelassen und die werden weggescheucht. Ja? Die sieben ganz schön aus, wen sie nehmen und wen sie nicht nehmen. Aber gut, ich gehe jetzt nochmal weiter in dem Buch. Wir haben dann noch eine andere Erbschleichereigeschichte, die wir uns jetzt gerne nochmal anlesen können, natürlich. Nur ich wollte halt mal eben darauf hinaus, dass der Griesinger hier mit diesen Fällen, die er uns hier erzählt, auch wenn das noch so haarsträubend ist, das ist im Grunde auch nur am Eisberg mal eben einen Teelöffel ansetzen und da ein bisschen Eis von runterkratzen. Mehr ist das nicht. Da müssen wir uns von bewusst sein. Ja? Deswegen haben wir Normalsterblichen gar nicht die Möglichkeit, uns den Reichtum dieses Ordens und den Reichtum der Kirche vorzustellen. Und der Reichtum des Ordens widerspiegelt sich dann ja in ihren Taten. Dadurch haben sie die Möglichkeit, den ganzen Welthandel zu beherrschen mit ihren anderen ihnen unterstellten Ritterorden. Ah gut, fahren wir fort. Eine ganz ähnliche Erbschleichereigeschichte, sagt der Autor, ereignete sich kurze Zeit nachher in Flandern, wo der Jesuit Gribert, nachdem er 13 Jahre lang das ziemlich bedeutende Amt eines geistlichen Koadjutors verwaltet, auf ein paar Jahre in den Laienstand zurücktrat, um auf Unkosten seiner Brüder auf eine Hinterlassenschaft Anspruch zu machen. Und abermals um dasselbe handelt es sich in dem langjährigen Rechtsstreit, den in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts das Rittergeschlecht der Burgstalle von der Riegersburg in der Steiermark mit der Sozietät Jesu zu führen hatte. Doch wohin sollte das führen, wenn ich diese und die vielen Dutzend Historien derselben Qualität und Spezies des Weitläufigen abhandeln sollte? Ich begnüge mich daher mit der Erzählung noch eines einzigen Falles, nämlich des großen Prozesses, welchen die Söhne Loyolas und die bedeutende Herrschaft Düren in Westfalen führten, hoffend, dass der Leser durch die offene Darstellung dieser fast mehr als bösen Affäre ein nur zu getreues Bild von dem jesuitischen Gebaren in Erbschaftsangelegenheit bekommen wird. Im Jahr 1610 verstarb der gut protestantische Freiherr Joachim von Büren und hinterließ ein einziges, natürlich ebenfalls protestantisches Söhnlein von 6 Jahren mit Namen Moritz. So, da habe ich ein Bild besorgt, dann können wir das mal hier mit reinnehmen. Warte mal, Griesinger, Band 2 und den Moritz von Büren. Hier, da haben wir ein Bild. Und dann können wir uns in der Zwischenzeit das Bild angucken und dann wissen wir, von welcher Person wir sprechen. Das ist der hier. Ja? Moritz van Düren. Büren, Entschuldigung. Über welches seine Mutter, eine nicht minder eifrige Protestantin, die Vormundschaft führte. Ja? Zu dem Zeitpunkt also war er gerade mal 6 Jahre alt hier. Weil aber damals, vor dem 30-jährigen Kriege immer noch, Protestanten und Katholiken noch meist ganz gut miteinander auskamen, da hatten wir ja im ersten Band ausführlich drüber gesprochen, soweit sie nicht bereits von ihren Geistlichen verhetzt waren, oder verhext waren, das kann man glaube ich auf beide Arten lesen, so hatte die Witwe Elisabeth nichts Arges dabei, auch einige katholische Damen von Adel aus der Umgebung, besonders aus dem naheliegenden Städtchen Paderborn, zu ihren Freundinnen zu zählen, und diesen stattete sie nun öfter Besuche ab. Natürlich konnte dies den Jesuiten, welche sich damals eben in Paderborn, ja, wir haben das im zweiten Buch gelesen, im ersten Band, niedergelassen hatten, nicht lange verborgen bleiben. Und da sie zugleich erfuhren, die Frau Witwe besitze mehr Gemüt als Verstand, so entwarfen sie sofort den Plan, einmal den jungen Moritz von Büren mitsamt seiner Mutter zur katholischen Kirche zu bekehren und dann deren beiderseitiges Erbe, insbesondere die prächtige Herrschaft Büren, ihren Besitztümern einzuverleiben. Das war ein wirklich kühnes Unterfangen, aber die Söhne Loyolas hatten in Paderborn einen in ihrer Mitte, der es der Geschmeidigkeit der Sitten und in der Feinheit der gesellschaftlichen Unterhaltung sowie überhaupt in allem,
womit man sich bei den Frauen einschmeicheln kann, mit jedermann aufnahm. Und somit hofften sie, durch ihn mit Leichtigkeit alle Schwierigkeiten zu überwinden. In der Tat machte sich nun auch der Pater Friedrich Röhrig, denn dies war der Name des bewussten Einen, also bald mit dem größten Eifer an seine Aufgabe, und es gelang ihm, nachdem er einmal durch eine der oben berührten katholischen Damen bei der Frau Elisabeth von Büren eingeführt war, schon sehr bald das Vertrauen der Letzteren zu gewinnen. Nachdem er es aber einmal bis zum Hausfreund und Berater in weltlichen Dingen gebracht hatte, ließ er nicht nach, als bis er auch zum Gewissensrat vorrückte, also Beichtvater wurde. Und kurz und gut, oder über kurz und gut, wie wir heute sagen, nach einem dreijährigen unausgesetzten Bemühen erlebte er die Genugtuung, dass die Witwe von Büren öffentlich zur allein seligmachenden Kirche übertrat. Das soll ja dem Verlaute nach die römisch-katholische Kirche sein. Dies geschah zu Ende des Jahres 1613 und die natürliche Folge war, dass sofort die Erziehung des jungen Moritz total in die Hände der Söhne Loyolas gelegt wurde. Denn wie hätte eine Neubekehrte, die noch einigen Eifer für die neue Religion zeigen musste, anders handeln können? Somit kam der nun neunjährige Knabe Moritz zuerst in das Jesuitengymnasium zu Paderborn und blieb da bis anno 1617, wo sich seine Mutter mit dem Landdrosten Wilhelm von Westfalen zum zweiten Male verehelichte. Darauf aber brachte man ihn in das berühmte Jesuiteninstitut zu Köln, und hier ward er so bearbeitet, das heißt, hier wirkte man auf sein ohnehin zur Schwärmerei geneigtes Gemüt so unendlich geschickt ein, dass derselbe, nachdem er 17 Jahre alt geworden, seiner Mutter erklärte, er wolle, um den Verlockungen der sündigen Welt zu entgehen, sofort bei den Söhnen Loyolas als Novize eintreten. Hiezu, meinten diese, werde sowohl die Mutter als der Stiefvater recht gerne Ja sagen, alleine, sie täuschten sich. Vielmehr sprachen sich beide Eltern sehr ernsthaft dahin aus, dass der Jüngling, um sich ein wenig in der Welt umzusehen, auf Reisen geschickt werde und die verschiedenen Hauptstädte und Höfe Europas, wie es damals Sitte war, durch längeren Aufenthalt kennenzulernen. Die Jesuiten lenkten also ein, um es nicht mit dem mächtigen Landdrosten zu verderben. Ein Landdrost kommt aus dem niedermitteldeutschen Drossete, ist eine Funktion in etwa mit einem Amtmann, Amtshauptmann, heutzutage Regierungspräsident oder Landrat vergleichbar. Ja, also da wissen wir, wie gestellt die Person war, wie gut gestellt die Person war. Die Jesuiten lenkten also ein, um es nicht mit dem mächtigen Landdrosten zu verderben, und Moritz trat sofort anno 1621 mit ihrer Einwilligung seine Bildungsreise an. Dagegen aber setzten sie es durch, dass ein gewisser Balthasar Bönninghausen, ein ihnen ganz ergebener und in ihren Grundsätzen erzogener junger Mann, ihm als Mentor und Marschall mitgegeben wurde, und durch diesen erhielten sie über jeden Schritt und Tritt ihres bisherigen Zöglings stets die genaueste Kunde. Ich schweige nun über die verschiedenen Reiseabenteuer des Jungen von Büren und bemerke nur, dass er nach längerem Aufenthalt in Frankreich und Spanien nach Italien übersegelte, um die ewige Roma zu besuchen, sowie dass er dort angekommen nichts Angelegentlicheres zu tun wusste, als dem Papste und vor allem dem Jesuitengeneral Muzius Vitticelli, da habe ich hier einen Artikel über in Wikipedia von, könnt ihr euch da angucken, über den Jesuitengeneral mal, eine Aufwartung zu machen. Also er besucht die beiden reichsten und die beiden mächtigsten Männer der Welt, den Antichristen und den schwarzen Papst, der den Antichristen noch kontrolliert. Mit einer bloß ehrerbietigen Aufwartung übrigens begnügte er sich nicht, sondern er erklärte sich vielmehr gegen den General dahin, er habe im Sinne, sobald als nur immer möglich in seinen Orden einzutreten, und der hochgestellte Mann sah auf den ersten Blick, dass es dem jungen Mann damit vollkommen ernst sei. Dennoch griff der General nicht zu. Vielmehr riet er dem Jünglinge, sein frommes Vorhaben noch einige Zeit hinauszuschieben und sich einstzuweilen im Stillen zu dem großen Schritte vorzubereiten, denn solche Dinge müssten vorher wohl überlegt werden.
Der Rat klang also ganz väterlich, und von Büren nahm ihn auch so auf. Allein die Beweggründe, welchen den General zu einer solchen Verfahrensweise antrieben, waren ganz anderer Natur. Der junge Moritz stand nämlich damals erst in seinem 19. Jahre und hatte also als minderjährig noch kein rechtsgültiges Schaltungsrecht über seine Herrschaft Büren. Schaltungsrecht. Noch weniger konnte er bei Lebzeiten der Mutter über diejenigen Güter verfügen, welche er dereinstens von dieser erben musste. Und der General beabsichtigte also mit seinem Rate nichts anderes, als den von Büren zu bestimmen, dass derselbe nicht vor dem Tode der Frau Elisabeth und besonders nicht vor seiner Volljährigkeit in den Jesuitenorden trete. Natürlich, denn es war ja der Sozietät Jesu keineswegs um Moritzens liebwerte Person, wie sich der Geschichtsschreiber derselben ausdrückt, sondern vielmehr um seine großen Ländereien und Besitztümer zu tun. Nachdem der von Büren von seiner Reise nach Hause zurückgekehrt war, drangen Mutter und Stiefvater mit aller Gewalt in ihn, dass er sich eine Gattin erwählen sollte. Witzig, das ist heute Kiesen, sagt man im Flämischen heute so. Ne? Schönes Altdeutsch hier. Dass er sich eine Gattin erwählen, also erkiesen sollte, indem sonst, wenn er keine legitimen Nachkommen erhielte, seine schöne Herrschaft an Seitenverwandte fallen müsste. Doch in diesem Punkte erwies sich derselbe als unerbittlich. Er konnte ja nicht heiraten, weil er insgeheim einen Eid geleistet hatte, dem Orden der Jesuiten späterhin angehören zu wollen, und sein Beichtvater verstand es nur zu gut, ihn an die ewige Höllenstrafe zu erinnern, welche jeder derartige Meineidige unwiderruflich verfallen sei. In einem anderen Punkte dagegen fügte er sich dem Wunsche seiner Mutter, nämlich darin, sich einen weltlichen Wirkungskreis zu erwählen, und er fühlte sich sogar sehr geschmeichelt, als ihn im Oktober 1629 der Kaiser Ferdinand II. Durch die Bemühungen der Jesuiten zum Präsidenten des Reichskammergerichts ernannte. Zu gleicher Zeit trat er auch die Regierung seiner Herrschaft an, doch immer noch mit einiger Beschränkung, weil seine Mutter, solange sie lebte, gewisse Einkünfte von derselben zu beziehen hatte. Endlich aber fiel auch diese Beschränkung, indem Frau Elisabeth im Jahre 1632 mit Tod abging. Und nun drangen die Söhne Loyolas ernstlich in ihn, entweder sofort in ihren Orden einzutreten oder doch wenigstens zu ihren Gunsten zu testieren, also schenken, erben. Moritz von Büren versprach beides. Nur erbat er sich eine einzige Frist, um sich vorher mit seinem Stiefvater und seinen Schwestern, welche auf einen Teil der Erträgnisse Anspruch hatten, auseinanderzusetzen. So verging Jahr um Jahr, und die Söhne Loyolas wurden deshalb immer ungeduldiger. Da hoben sie anno 1640, ja, da habe ich noch ein zweites Bild, Moritz II, mal das mal eben nehmen, Moritz II, hier, da sehen wir diese Plakette, die von dem Moritz gestiftet wurde. Also, da erhoben sie 1640 einen neuen Sturm auf ihn, und nun ließ er sich am 21. April selben Jahres zu einem Testament herbei, kraft dessen er all sein Besitztum ohne irgendwelche Ausnahme dem Orden Jesu mit der Bestimmung vermachte, dass nach seinem Tode in Büren ein Kollegium davon errichtet werden sollte. Auch ernannte er die Bischöfe von Münster und Paderborn sowie den Kaiser selbst zum Vollstrecker dieses seines Testaments, und damit glaubten die Söhne Loyolas jede Möglichkeit, dasselbe umzustoßen, schon im Keime erstickt zu haben. Um übrigens ganz sicher zu gehen, überredeten sie einige Jahre später ihren getreuen Zögling auch noch zum förmlichen Eintritt in ihren Orden, denn nun, nachdem dies im April 1644 geschehen war, konnten sie schon bei seinen Lebzeiten auf das große Besitztum Beschlag legen, und sie taten dies auch sofort, jedoch mit der Vorsicht, dass sie ihm, dem von Büren, dem Anschein nach auch jetzt noch die Nutznießung dazu überließen. So, schauen wir uns die Plakette mal ein wenig größer an, das kann man nämlich, glaube ich, nicht so gut lesen.
Ist nicht so eine gute Auflösung hier. Aber es steht hier also über den Moritz. Ja, Moritz sehen wir hier, IHS, das Zeichen sehen wir hier. Frei und Herr zu Büren und so weiter und so weiter. Der seit 1644 auch Jesuit war und dies hier gestiftet hatte. Deswegen die Plakette, die wir daran sehen. Fand ich ein ganz interessantes Foto, aber wir können natürlich eher noch das Foto von ihm selber hier beibehalten, von dem Moritz von Düren. Nun, in Wahrheit, fährt der Autor fort und die Geschichte, aber war er nur der Verwalter, also nicht mal der Nutznießer, welcher so gänzlich unter der Aufsicht der Oberen stand, dass er auch nicht das Geringste ohne sie tun durfte, und diese ganze Spiegelfechterei hatte keinen anderen Zweck, als der Welt Sand in die Augen zu streuen. Es wäre ja doch wahrhaftig nicht klug gewesen, wenn sie, die man ohnehin wegen ihrer Unersättlichkeit aller Orten verlästerte, mit einem plumpen Griff die Herrschaft an sich gerissen hätten, sondern man tat weit besser daran, die Menschheit und insbesondere die Verwandten und Freunde des bührenschen Geschlechts nach und nach auf den großen Schlag vorzubereiten, indem man dann hoffen durfte, dass sie sich umso gelassener in das Unvermeidliche fügen würden. Eine Zeit lang gelang die Täuschung, aber auch nur eine Zeit lang. Wie nun übrigens nach einigen Jahren der Landdrost Wilhelm von Westfalen, welcher zwar ein guter Katholik, aber ein noch stolzerer Edelmann war, hinter das ganze Geheimnis kam, fühlte er sich von den jesuitischen Ränken aufs Tiefste verletzt und drang sofort mit all der Energie, die ihm zu Gebot stand, in seinen Stiefsohn nicht nur das bewusste Testament zu vernichten, sondern auch in die Welt zurückzukehren und den Jesuiten für immer Valet zu sagen. Valet ist ein veralteter Abschiedsgruß von Valete, lebt wohl, aus dem Lateinischen. Zugleich lese hier Bild von Text seit 19 unten, ja, mal eben gucken. Habe ich mir also hier eine Note gemacht. Ah ja, genau, das ist, ich muss hier jetzt weiterlesen, weil ihr seht, das sieht hier ganz bescheiden aus in diesem PDF. Das kann ich nicht gut lesen, da habe ich das aus dem anderen PDF kurz rausgenommen. Und deswegen werde ich hier gleich weiterlesen. Ne? Zugleich stellte er ihm vor, ja, das lesen wir dann hier eben weiter. Zugleich stellte er ihm vor, wie sehr seine Schwestern und sonstigen Verwandten durch die Schenkung der Herrschaft Büren an die Söhne Loyolas verkürzt würden und wie die Schwestern sowohl als er selbst im vollkommenen Rechte wären, hiegegen die Höfe des Gesetzes in Anspruch zu nehmen, so dass bei fortgesetzter Weigerung Moritzens, den Jesuitenhabit abzulegen, notwendig ein Prozess entstehen müsste, der, weil unter den nächsten Verwandten geführt, in der ganzen Welt Ärger und Skandal hervorrufen müsste. Doch er, so, jetzt lesen wir wieder in dem PDF weiter, doch er mochte reden, was er wollte. Und seine Stieftöchter mochten bitten, so inständig sie nur konnten. Moritz von Büren blieb bei seinem Kopfe und gab weder den Vernunftgründen des Stiefvaters noch den Tränen der Schwestern auch nur ein Jota nach. Somit begann nun der angedrohte Prozess, und der Landdrost hatte recht gehabt, wenn er schon zum Voraus auf den Skandal, der daraus entstehen würde, aufmerksam machte. Denn es traten während desselben Dinge zutage, welche die Welt notwendig mit Ekel und Abscheu erfüllen mussten. Ja, die Söhne Loyolas zeigten dabei eine solch verabscheuungswürdige und gewalttätige Raubsucht, dass der Bischof von Paderborn, Dietrich Adolf von Reck, in dessen Gebiet die Herrschaft Büren lag, sich veranlasst sah, dieselbe im August 1657 mit Truppenmacht zu besetzen und solche Beschlagnahmung auf volle 3 Jahre, das ist auf so lange auszudehnen, bis endlich Kaiser Leopold I. ihn anno 1660 zur Räumung bewog. Das Jahr darauf, am 7. November, starb der Pater Moritz, wie man den von Büren seit Jahr 1644 nannte, er war ja den Jesuiten beigetreten, allein er starb, ohne das Ende des großen Prozesses gesehen zu haben. Dieser dauerte vielmehr noch volle 37 Jahre fort. Denn er endigte erst im Jahr 1698, und zwar mit einem Vergleiche, laut welchem die Söhne Loyolas, um die erschlichene Erbschaft behalten zu dürfen, die damals sehr bedeutende Summe von 45.000 Goldtalern herauszubezahlen hatten.
Aus dem soeben Erzählten wird der Leser sich zur Genüge überzeugt haben, welches eminente Talent die Jesuiten in Erbschleichereien entwickelten. Mit dem Talent aber verbanden sie nur zu oft eine Schamlosigkeit, die bis zur Niederträchtigkeit ging. Und auch dieses wird am besten durch einige Beispiele klar gemacht werden. Der Graf von Marle, ebenfalls Stallmeister bei dem Prinzen von Condé, hatte einen einzigen Sohn und brachte diesen in die jesuitische Erziehungsanstalt von St. Acquoy, um ihn dort ausbilden zu lassen. Die frommen Patres erkundigten sich nun bei dem Sohne nach den näheren Verhältnissen des Vaters, und da sie erfuhren, dass derselbe dereinst ein sehr großes Erbe hinterlassen würde, so beschlossen sie, dessen einzigen Sprössling für ihren Orden zu gewinnen. Mal eben das Bild hier verändern. Ja? Den Sprössling für ihren Orden zu gewinnen. Wo steht denn das jetzt hier? Hier unten. Dies wollte sich aber gar nicht machen. Denn der junge de Marle war sehr lebenslustiger Natur und wollte ganz und gar nichts davon wissen, in den geistlichen Stand überzutreten. Im Gegenteil drohte er ihnen, wenn sie ihn noch länger mit dergleichen Anträgen belästigen, zu entlaufen und seinen Vater von allem in Kenntnis zu setzen. Daraufhin änderten die klugen Patres plötzlich ihre Taktik und boten dem raschen Jüngling so viele Gelegenheiten zu leichtsinnigen Streichen, dass derselbe ein mehr als gesetzter Mann hätte gewesen sein müssen, wenn er jene Gelegenheiten unbenutzt würde haben vorbeigehen lassen. Je mehr aber der Sohn sündigte, umso lamentablere Briefe schrieben sie über ihn an seinen Vater, so dass dieser anfing, ganz trostlos zu werden. Nun wurde zwischen dem Vater und dem Rektor der Anstalt abgemacht, das schlimme Früchtlein von St. Acquoy in das Jesuitenseminar von Bordeaux zu versetzen, ob es sich da nicht vielleicht durch die Veränderung der Lehrer und Mitstudierenden bessere. Allein, es trat eben leider keine Besserung ein, wenigstens nicht nach den Berichten der Vorsteher des Seminars, und andere Berichte erhielt der armbetörte Vater natürlich nicht. Namentlich wusste man es zu verhindern, dass ihm der Sohn selber schrieb, und wenn er es je tat, so war es ein von dem Rektor selbst diktierter oder wenigstens korrigierter Brief. Weil aber der junge de Marle auch in Bordeaux kein anderer Mensch wurde, so brachte man ihn zu einem letzten Versuch nach Forcalquier, und der Vater schrieb ihm sofort hierher, dass er die Hand ganz von ihm abziehen würde, falls abermals schlimme Nachrichten über ihn einliefen. Der Sohn, tief erschüttert, nahm sich fest vor, nie mehr leichtsinnig zu sein, und lebte eine Zeit lang rein bloß den Studien. Doch dies war keineswegs nach dem Geschmack der Söhne Loyolas, und somit wussten sie, den Jüngling mit einem Gesellschafter zusammenzubringen, der bald den alten Hang zum Leichtsinn wieder in ihm weckte. Natürlich lauteten jetzt die Berichte an den alten Grafen wieder sehr schlimm, ja, schlimmer denn je. Und dadurch erreichte dessen Bekümmernis und Zorn den höchsten Grad. In dieser Gemütsstimmung schrieb er, durch den Rektor des Seminars zu Acquoy dazu veranlasst, einen solchen Verdammungsbrief an seinen Sohn, dass dieser in der Verzweiflung dem Seminar zu Forcalquier entsprang und sein Heil in der weiten Welt suchte. Nun hatten es die Herren Patres so weit gebracht, als sie sich von Anfang an vorgenommen, denn der untröstliche Vater entschloss sich sofort, all seine Güter, soweit sie nicht Lehen waren, zu verkaufen und mit diesem Heiratgute unter die Jesuiten zu gehen, um in ihrer frommen Gesellschaft selig zu sterben. Noch schamloser ist eine weitere Historie, die wir gleich noch lernen, aber ich glaube, mit 53 Minuten, ja, lesen wir das auch noch, sind wir ein bisschen über eine Stunde, nehmen wir das auch noch eben mit. Ja? Noch schamloser fast ist nachstehende Historie. Unter die Länder, nach welchen die Söhne Loyolas oftmals, obwohl stets ohne besondere Erfolge vorzudringen versuchten, gehört insbesondere die europäische Türkei. Und unter anderem gab sich Vater Sarot ganz außergewöhnlich viel Mühe, unter den griechischen Christen Rumeliens, also das Rumänien wahrscheinlich,
Proselyten zu machen. Es scheint ihm jedoch weniger um ihr Seelenheil als um ihr Vermögen zu tun gewesen zu sein. Denn er machte sich stets nur an reichere und vor allem beglückte, vermögliche Witwen mit seinem Zuspruche. Zu letzteren gehörte auch eine gewisse Sophia Nara, eine Frau, welche an Gold und Kostbarkeiten etwa 40 Beutel, das ist etwa 30.000 Gulden besaß. Und Saro, der dies bald herausgebracht hatte, ließ nun nicht nach, als bis die gute Sophia von der ketzerischen Sekte der Armenier, zu der sie gehörte, zum Katholizismus übertrat und zugleich gegen das Versprechen, dass lebenslänglich aufs Reichlichste für sie gesorgt werden würde, dem Orden Jesu ihr ganzes Vermögen übergab. Das war ein guter Fang, denn die Frau gehörte nicht mehr unter die Jüngsten, und da sie noch überdem stark kränkelte, so durfte man hoffen, dass man die Pension nicht allzu lang würde ausbezahlen müssen. Allein Sarro hatte die Rechnung, wie man sagt, ohne den Wirt gemacht, und die Frau trat dem Grabe in den nächsten paar Jahren auch nicht um einen Schritt näher. Nunmehr fing er an, sie knapper zu halten, und versagte ihr sogar jede nur halbwegs geldkostende Pflege, als sie gleich darauf in eine langwierige Krankheit fiel. Ihre Neffen aber, an die sich die Frau sofort wandte, wollten ebenfalls nichts mehr von ihr wissen, nachdem sie erfahren hatten, dass dieselbe ihr ganzes Hab und Gut an die Jesuiten verschenkt habe. So wurde die Lage der armen Sophia immer unerträglicher, und sie kam in ihrem einsamen Stübchen, das sie vor Schwäche nicht mehr verlassen konnte, vor Verzweiflung beinahe von Sinnen. Nochmals wandte sie sich an ihre Neffen, und nochmals erhielt sie die Antwort, sie soll sich von denen unterstützen lassen, welchen sie ihr Vermögen zugewandt. Jetzt raffte die Beweinenswerte all ihre Kräfte zusammen und schleppte sich auf die Straße. Hier, zusammengesunken, wird sie von einer mitleidigen Seele aufgehoben und in einem Wagen vor das Haus ihrer Verwandten geführt. Man klopft für sie an und fleht um Barmherzigkeit. Die Neffen sind im Anfang für alle Bitten taub, aber endlich öffnen sie doch und lassen sie herein. Die Base erzählt alles, wie es von Anfang an bis jetzt gegangen, wie man sie erstlich mit Schmeicheleien kirre gemacht und wie man ihr zuletzt einen Fußtritt gegeben. Das Mitleid regt sich und alle Anwesenden geraten in Wut über die Niederträchtigkeit der Söhne Loyolas. Man benachrichtigt den eben anwesenden armenischen Patriarchen von der Sache und dieser kommt selbst, um alle Detailumstände zu erfahren. Auch folgt die Frau mit Freudigkeit seinen Zuspruch, wieder in die armenische Kirche zurückzukehren, und nun, nachdem dieser Aktus vollzogen, verspricht der Patriarch, all seinen Einfluss aufzuwenden, um das weggeschenkte Vermögen zurückzubekommen. Der Kirchenfürst hält sein Versprechen und legt beim Pascha Ebenso resolut ist der Pascha, denn er lässt den Pater Sarot holen und befiehlt ihm, bei Ohrabschneiden die ganze Schenkung zurückzugeben. Der Pater aber behauptet, nicht 40, sondern nur 4 Beutel empfangen zu haben und beschwört diese Lüge beim Kreuze Christi. Hiermit zufriedengestellt entlässt ihn der Pascha und der Pater jubelt in seinem Innern noch wenigstens 36 Beutel gerettet zu haben. Gleich darauf findet er jedoch für gut, bei Nacht und Nebel zu verschwinden, indem er erfährt, dass die Neffen sich mit dem Entscheid des Pascha nicht zufrieden geben, sondern sich bemühen, Tatsachen zu sammeln, durch welche der wahre Vermögenstand ihrer Base und eben damit der Meineid des Paters Sarro erhärtet werden könnte. Er findet für gut zu verschwinden, sagte sich, aber damit meine ich nur aus Rumelien, nicht aus der Welt. Denn kurze Zeit darauf befindet er sich in Italien und der General belohnt ihn für seine vortrefflichen Dienste mit einer Rektorstelle. Doch genug nun hiervon. Genug! Denn es würde die meisten Leser anekeln, noch mehr Beweise von der Schamlosigkeit der Söhne Loyolas im Erbschleichen mit anhören zu müssen. Unwillkürlich jedoch wirft sich die andere Frage auf, ob denn alle Jesuiten in diesem Punkte gleich gedacht, ob alle gleich gehandelt haben. Man sollte doch
meinen, es sei eine reine Unmöglichkeit, dass in einer Gesellschaft, welche so viele Mitglieder zählte, und zwar Mitglieder, welche zum Teil geistig sehr hoch begabt waren, dass, sage ich, in einer solchen Gesellschaft nicht wenigstens einige Mitbrüder existiert hätten, welche sich an einem so gemeinen Handwerke, wie das der Erbschleicherei notorisch ist, geschämt hätten. Man sollte dies meinen. Und ich glaube auch, dass man ein Recht hat, so zu denken. Aber wenn es sich auch so verhielt, was hat dies weiter zu bedeuten? Die Oberen der Sozietät und besonders der General zu Rom kannten jedes Mitglied ganz genau, weil über jedes alljährlich durch seine Vorgesetzten und sonstigen Mitbrüder die detailliertesten Spionenberichte eingesandt werden mussten, und somit wussten sie auch, zu welcher Stelle dieser oder jener am besten passte. Glaubt man nun aber, dass einer, der in dem Erbschleiche-Punkt auch nur ein klein wenig unjesuitisch dachte, zum Beichtiger und insbesondere zum Beichtiger von reichen Witwen wurde kreiert worden sein? Gesetzt den Fall, man hätte sich einmal geirrt und einen Unpassenden zum Gewissensrat bei dieser oder jener zu erobernden Persönlichkeit gemacht, wird man diesen Irrtum nicht alsobald die Versetzung des Unpassenden und Substituierung des Passenden wieder gut gemacht haben? Den Oberen stand ja das volle Verfügungsrecht über die Mitglieder zu, und sie machten bekanntlich von diesem Rechte den allumfassendsten Gebrauch. Gehorchen aber musste jeder, denn sonst stieß man ihn kurzweg mit Schand und Spott aus oder belegte ihn auch noch mit härteren Strafen. Gesetzt jedoch den alleräußersten Fall. Den Fall nämlich, dass ein Mitglied alle seine Brüder über seinen wahren Charakter zu täuschen gewusst hätte und nun die Stellung als Beichtvater dazu benutzte, um seine Beichtkinder vom Testieren für den Orden abzuhalten oder sie auch nur nicht genau darüber zu ermuntern. Gesetzt diesen Fall, was wäre die Folge gewesen? Nun, das Beispiel des Paters Ximenes gibt uns den besten Ausschluss. Er war ein Beichtiger einer reichen Witwe von Madrid, und als diese anno 1633 auf dem Totenbette liegend ihr Testament machte, sprach er ihr nicht nur zu, dem Orden Jesu all ihr Besitztum zu vermachen, sondern ermahnte sie vielmehr, dasselbe ihren rechtmäßigen Erben zu hinterlassen. So tat auch die Witwe, und zum Überfluss gestand sie noch ihrem Verwandten unmittelbar vor ihrem Tode das edle Benehmen des Paters. Von diesen Verwandten erfuhren es die anderen Jesuiten, und 4 Wochen darauf war der ehrliche Ximenes nicht mehr unter den Lebenden. Er starb im Professhause zu Madrid an einer schnell eingetretenen Herzkrankheit, wie seine Mitbrüder sagten. In Wahrheit aber wurde er, wie sich hernachmals bei Verjagung der Söhne Loyolas aufs Klarste herausgestellt hat, von seinen Orden zum Tode verurteilt und durch Entziehung aller Speisen und Getränke langsam und qualvoll getötet. Er sollte seinen Mitgenossen zum warnenden Beispiel dienen, und er hat auch sicherlich dazu gedient, denn man hat nachher nie mehr davon gehört, dass je ein Jesuite jemanden davon abgeraten hätte, nicht all sein Eigentum dem Orden Jesu zu vermachen. Im Gegenteil, erwiesen sie sich hierin fast ohne Ausnahme so eifrig und geschickt, dass man gar keinen anderen Orden mit ihnen vergleichen kann, und ein Schriftsteller des vorigen, also 18. Jahrhunderts, gab ihnen deshalb den bezeichnenden Beinamen Erbschleicher par excellence. Doch darf ich bei dieser Gelegenheit auch nicht verschweigen, dass ihnen manche Beute durch die Übergröße ihres Eifers entging, zum besten Beweise, dass es in allen Dingen klüger ist, Maß zu halten, denn Übermaß, und ich erlaube mir auch dies durch ein paar Beispiele zu erhärten. Diese Beispiele, meine lieben Brüder und Schwestern, werden wir nächstes Mal in diesem Buch lesen und dann damit diesen Teil dieses erste Kapitel des 4. Buches abschließen und uns dann auf das nächste Kapitel stürzen. Ich möchte nur noch mal eben zurückkommen auf den Pater Ximenes. Der Autor sagte hier, dass sie von dem Pater Ximenes ein Beispiel gemacht haben, dass sie ein Beispiel,
Och, jetzt komme ich nicht auf das Wort, wie man das statuiert. Sie haben ein Beispiel statuiert. Sagt man das so, Michael? Ja. Danke. Sie haben ein Beispiel statuiert an den Pater Ximénez. Und genau dasselbe, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, haben sie 1963 in Dallas gemacht. Mit JFK. John Fitzgerald Kennedy, der erste katholische Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat den Jesuiten viele Gründe gegeben, um ihn umzubringen. Nicht nur wollte er sein eigenes Geld drucken, nicht nur wollte er die CIA in tausend Stücke schlagen, nicht nur hat er Truppen aus Vietnam bereits abgezogen und damit den Vietnamkrieg beenden wollen. All diese Dinge zusammen und noch andere Dinge haben dafür gesorgt, dass er als Präsident untragbar war. Und was machen die Jesuiten? Wenn ihr euch einige Sendungen anhört von First Amendment Radio von 2010 aus dem Archiv, wo Tom Fress mit Bill Hughes spricht, die ich wahrscheinlich auch auf meinem Zweitkanal irgendwann veröffentlichen werde, wenn ich die Zeit dazu habe. Die gehen so tief in diese Anschlagsserie oder in diesen Anschlag von JFK ein, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Wie sie das angestellt haben, dass zum Beispiel die begleitenden Motorräder erst ganz kurz vor Losfahrt eine Änderung der Route aufgetragen bekommen haben, weil normalerweise sollte JFK am Dealey Plaza überhaupt nicht vorbeifahren. Deswegen waren da auch so wenig Zuschauer. Die waren alle auf der Hauptstraße, wo er normal hinfahren sollte. Der Punkt ist, die Jesuiten haben an John F. Kennedy einen Ritualmord vollzogen. Und jeder, der heutzutage im Kongress oder im Senat der Vereinigten Staaten sitzt, oder der auf dem Präsidentenstuhl sitzt, oder sonst wo eine hohe Position in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika bekleidet, weiß, wer hinter der Ermordung von JFK stand und warum. Und die werden sich hüten, die Fäden abzuschneiden, an denen sie gezogen werden. Und der Pater Ximénez ist hier ein kleines Beispiel dafür. Und JFK war ein größeres. Und das amerikanische Volk hat es bis heute nicht begriffen. Und das Deutsche hat es auch bis heute, der Großteil, nicht begriffen, was da wirklich hintersteckt und wo es herkommt. Und mit Pater Ximénez hat uns der Griesinger hier gerade ein kleines Beispiel gegeben dafür, wie die Jesuiten handeln und warum sie so handeln, wie sie handeln. Und mit diesem einzigen Beispiel, das sie da statuiert haben, haben sie dafür gesorgt, dass aus ihren Reihen ein solcher Verräter nicht mehr kommen kann. Ja, Michael, du konntest natürlich nicht besonders viel zu dieser Lesung hier beitragen. Das war ja wirklich eine Lesung fast ohne Kommentar und du hast auch nicht viel zwischengerufen, was ich dir natürlich durchaus gestattet hätte, aber deswegen möchte ich dir jetzt gerne noch ein Schlusswort gönnen zu dieser Lesung heute. Bitteschön. Ja, danke sehr. Du hast ja auch sehr, sehr flüssig gelesen. Also du hast es ja zum Ersten, hast du selber zugegeben, ja schon mal ein bisschen vorgelesen. Aber das ist ja auch so flüssig gelesen, dass ich ja da gar nicht eingreifen musste. Aber mir ist während der Lesung eigentlich ein Bibelzitat eingefallen, was ja so wie die Faust aufs Auge passt, in dem ja von diesem Schlag der römisch-katholischen Kirche und ihrer Ableger immer alles verdreht wird ins Gegenteil. Und zwar, wie du selber weißt, 1. Timotheusbrief, Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10, heißt: Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selber viel Schmerzen verursacht. Und diese Geldgier, die ja eine Kirche treibt, die ist halt einfach ein Zeichen halt einfach der Gegenseite. Und wenn man halt die Kirche dann halt gut versteht, versteht man dann auch die Herangehensweise dieses Ordens, indem es halt einfach versucht, möglichst viel weltliche Macht zu erreichen und sich deswegen auch den Reichtümern dieser Welt bedient. Denn nicht umsonst hat man ja schon Jesus in der Wüste, hat Satan ja alle Reichtümer dieser Welt gezeigt und hat ihm selber gesagt, diese sind mir verliehen. Und das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ich denke, der größte Trick der Jesuiten wiederum liegt im Namen. Nomen est omen. Und indem sie sich Jesuiten nennen, gehen die Leute natürlich denen noch leichter auf den Leim als bei der römisch-katholischen Kirche. Das ist so meine Idee, speziell im Mittelalter, selbst wenn die Leute ein bisschen protestantischer waren. Aber es gab sicherlich auch die Bibel, aber nicht so viel aufklärerische
Informationen, vor allen Dingen nicht für Menschen, die halt ihren Lebensunterhalt dann doch lieber in der materiellen Welt verbringen. Und das tun ja halt die meisten, die ich auch schmerzlicherweise festgestellt habe. Und deswegen sind auch viele, glaube ich, auf den Leim gegangen und am Fliegenfänger hängen geblieben, indem sie gesagt haben, ja, die Gesellschaft Jesu, kann ja nichts Schlechtes dran sein. Ich denke, da liegt auch ein ganz, ganz großer Ursprung darin. Ja, es ist genau derselbe Betrug, mit dem die römisch-katholische Kirche sich christlich nennt. Ich danke dir herzlich für deine Worte und ich möchte dem noch kurz etwas zufügen, ebenfalls aus der Bibel. Du hast gesagt, im Timotheus steht da drin, die Liebe des Geldes ist die Wurzel allen Übels. So heißt es, wenn man es direkt aus der König James Ja, aus übersetzt. der King James in der Schlachter steht drin Ja, Geldgier. deswegen Ja. sage ich ja, die Genau, Liebe zum genau. Geld ist die Wurzel allen Übels. In der Bibel steht auch geschrieben, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Man kann nicht zwei Herren dienen. Jesus hat gesagt, du kannst nicht dem Mammon und dem Gott und dem Vater dienen. Ja? Und das ist ein Entschluss, den wir immer alle irgendwo für uns treffen müssen. Und wenn man sich in den Orden der Jesuiten anschließt, wenn man zu diesen Jesuiten geht, dann ist ganz deutlich, dass man sich der Welt verbindet und nicht dem Geiste, obwohl sie es natürlich nach außen hin geistlich erscheinen lassen. Geistliche Übung, ne? Diese Gehirngymnastik, die den Leuten während der Ausbildung da angeboten wird, das ist ja alles so spirituell. Es ist überhaupt nichts Spirituelles bei den Jesuiten, es ist alles nur weltlich und materiell. Und es geht ihnen, und das haben wir, glaube ich, in diesem ersten Kapitel des vierten Buches bis jetzt ganz gut gesehen. Es geht ihnen hauptsächlich darum, nicht nur, und das ist eigentlich das Fiese an der Sache, es geht ihnen nicht nur um die finanzielle Bereicherung ihres Ordens oder ihrer Kirche, sondern es geht ihnen vor allen Dingen darum, um den anderen Schaden zuzufügen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund hier mit bei. Ja? Und da gibt es eine Stelle, und ich meine, die ist in Römer. Im ersten Kapitel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal eben aufschlagen kann hier, im 32. Vers im ersten Kapitel der Römer heißt es, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und aufgrund des Zitates von Michael und meines Zitates aus der Bibel, also Michaels Bibelzitats und meines Bibelzitats, ist wieder einmal belegt, dass diese Lesung dieses Buches von Griesinger sich auf der Bibel erstens, dass das auf dem Lesen der Bibel beruht. Und dass alles, was wir hier vorlesen, gemessen werden muss an der Bibel. Und dafür muss man erst vor allem die Bibel selber studieren. Und dazu rate ich. Wie in anderen Videos, auch heute zum Schluss, wieder einmal dringendst an. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.